Willkommen zum Chief of Anything Podcast mit Michael Porz und Christian Kohlhoff, Gründer der Coa Academy. In der Staffel Eat Your Own Dog Food teilen wir unsere bewährten 5-Minuten-Rezepte für People Skills sowie persönliche Erfahrungen mit dem Chief of the Year Leadership Programm. Hier erfahre ich, wie wir mit unseren Führungsmethoden in unserem eigenen Team den Coa Purpose erfolgreich leben. Hallo Michael. Christiano. Dogfood. Wir sind bei Menschenkenntnis. Letztes Mal haben wir über WAKOG gesprochen, wie Menschen unterschiedlich sind. Wozu brauche ich nochmal Menschenkenntnis? Oh, um glücklich zu sein im Leben und erfolgreich zu sein im Job. In allen Interaktionen mit anderen Menschen, inklusive Interaktionen mit mir selbst. Stimmt. Wusstest du, so, und wenn ich weiß, dass es auf Englisch People Skills heißt? Nee, wirklich? Ja, das ist eine der Übersetzungen. Knowledge of People klingt so ein bisschen hölzern. Das, was als People Skills bekannt ist, die schöne Übersetzung dafür ist Menschenkenntnis. Tolles Thema. Wow, cool. Wir nennen es Menschenkenntnis, weil es ein schönes deutsches psychologisches Wort ist. So, letztes Mal hatten wir uns drüber unterhalten, WAKOG, die Basis, die Hardware. Und jetzt kommt so das, was ich beobachten kann bei jemand anderem, das Verhalten, was sich daraus resultiert, aus den ganzen Sinnespräferenzen und der gesamten Verarbeitung. Du sagst ja immer so schön, ich kann den Menschen nicht in den Kopf schauen, sondern nur vor den Kopf. Genau. Das heißt, ich kann nur das Verhalten beobachten und praktisch darauf dadurch Rückschlüsse ziehen auf das, was bei dem anderen passiert gerade, was der für Präferenzen oder die für Präferenzen hat und wie die eigentlich tickt. Ja, und das Spannende an Verhalten ist und was das mit Menschenkenntnis zu tun hat, dass wenn ich Kenntnis darüber habe, einmal was das Verhalten ist, das ich beobachte und Kenntnis darüber habe, wo Verhalten herkommen kann, also aus welchen Gründen das so ist, wie es ist und was die Quellen von dem Verhalten sind, was ich in einem anderen Menschen beobachte, dann ist das wiederum nützliche Menschenkenntnis für mich und für andere Beteiligte. So, wie kann ich denn Verhalten beobachten? Was, oder nochmal anders gefragt, was ist denn eigentlich das Verhalten, von dem wir die ganze Zeit hier sprechen? Ja, Verhalten ist alles, was ich beobachten kann. Also alles, was ein anderer Mensch auf allen Wegen irgendwie ausstrahlt. Ja, also Verhalten, buchstäblich die Definition, ist alles, was ich an einem anderen Menschen beobachten kann. Jetzt hat das wohl 3 Quellen und die kann ich nicht so wirklich beobachten. Ich kann aber versuchen, mich da rein zu versetzen, was jetzt das Verhalten von einem Menschen treibt. Also mir sind da mit der Zeit 3 Quellen klar geworden, die ich hilfreich finde für mich und besonders auch im Business-Kontext. Die erste Quelle von Verhaltensweisen ist Kompetenz. Ja, also das, was ich kann, das, was ich gelernt habe, die Fähigkeiten, die ich habe. So, und Menschenkenntnis ist, dass ich verstehe, ja, hier Christian zum Beispiel, du verhältst dich so, wie du dich verhältst, weil du bestimmte Sachen einfach gelernt hast und so gut kannst. Podcast zum Beispiel. Ja, da beobachte ich an deinem Verhalten. Ja, der Christian ist darin kompetent, der kann das, der hat die Skills. So, das ist die erste Quelle. Ja, weiterhin, Menschenkenntnis bedeutet, diese erste Quelle zu unterscheiden von den anderen beiden. Die zweite Quelle, die ganz anders ist, aber auch eine große Quelle für Verhalten ist, ist der Persönlichkeitstyp. Manchmal auch der Charakter genannt oder das Temperament oder einfach die Präferenz, die Vorliebe, die Komfortzone, in dem sich mein Verhalten abspielt. Ja, und das ist das, was in der Psychologie als Typenpsychologie bekannt ist, wo wir verschiedenartige Farben benutzen oder andere Modelle, um zu kategorisieren und zu verstehen, wie jemand von seinen Grundpräferenzen anders ist. Du hast beim letzten Mal Betriebssystem gesagt, ne? Das mit dem ganzen Verhalten, das ist das, das würde ich sehen als das Betriebssystem. So, jetzt habe ich also 2. Ich habe erstens die Kompetenz. Und zweitens den Persönlichkeitstyp als mögliche Quellen für Verhaltensweisen. Jetzt fehlt noch die dritte Sache, und das sind eigentlich 2, aber wir nehmen sie mal zusammen. Im Wesentlichen sind es die Werte. Werte sind Entscheidungen, die ich meist in früher Kindheit schon getroffen habe durch den Einfluss meiner Umgebung, was mir wichtig ist im Leben und wie manche Dinge zu tun sind. So, die werden geprägt in Prägungsjahren, Alter von 0 bis 8, können sich auch danach ändern, kann ich auch dran arbeiten mit Coaching, mit Therapie und so weiter.
Und sie sind im Grunde Entscheidungen, die jeder von uns bewusst oder unbewusst irgendwann getroffen hat oder trifft. Und Menschenkenntnis bedeutet, das klar zu haben, diese drei Quellen zu unterscheiden für mich. Was kommt aus Kompetenz raus, wenn sich jemand irgendwie verhält? Was kommt aus den Persönlichkeitstypen heraus, wie sich jemand verhält? Und was kommt aus den Werten heraus, wie sich jemand verhält? Mhm. Vielen Dank, Michael. Ich versuche das nochmal kurz für mich zusammenzufassen, weil du ja so schön gesagt hast gerade, ich habe die Kompetenz, Podcast zu machen. Das ist eine Kompetenz, die habe ich mir drauf geschafft. Aus den Werten bei mir kommt raus, es darf Spaß machen. Mhm. Höre ich auch manchmal, dass es hier Spaß macht. Und das Dritte, die Präferenz ist Reden miteinander. Ja. Und so alle drei Sachen in meinem Verhalten, wenn ich hier den Podcast mit dir mache. Vielen Dank, Michael. Jetzt darf ich noch eine Frage hinten dran schießen als offene Frage für unsere Zuhörer und für uns beide. Frag mich nämlich gerade, die Menschen, mit denen ich umgeben bin, zu Hause und bei der Arbeit, ist mir klar, wo das Verhalten bei all diesen Menschen herkommt, was aus den Kompetenzen kommt, was aus den Persönlichkeitstypen und was aus den Werten? Wenn ich das schon verstehe, habe ich eine ganze Menge Menschenkenntnis. Das war's für heute mit Eat Your Own Dog Food. Wenn du deine People Skills weiterentwickeln möchtest, darfst du gerne einen Kurs aus unserem Chief of the Year Leadership Programm kostenlos testen. Klicke einfach auf den Link in der Beschreibung und melde dich bei unserer Core Academy an.